Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Republic Commando. Ich bin heute am Montag, wo ihr diese Folge auch sehen werdet, gerade erst aus der Nacht raus und hab mir gedacht, naja, ich habe vergessen, noch Otto produzieren, und von daher nehme ich jetzt gleich noch für euch was auf. Ich hoffe, euch da draußen geht soweit gut, und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. So. Ach, erstmal eine ganze Weile durch Nachtdienst jetzt nicht mehr gedaddelt. Ich hier erstmal gucken, wie das alles noch so. Ja, ja, danke. Schießen kann ich gerade noch so. Oh, warte mal, da oben ist noch wer. Na, komm runter da. Ah. Dann wollen wir doch mal gucken. Oh, sind schon angeschlagen, meine Jungs. Wollen wir doch mal gucken, dass wir das alles hier wieder gebacken kriegen. Da muss ein Nest sein. Macht den Platz, wir wischen sie dann weg. Also, ich, Hätten Sie die verdammte Tür, Delta. Abfordern läuft dauernd eine Minute. Geh mal aus dem Weg, Junge. Oh, falsche Taste. Warum war das? Tür ist offen. Einheit vernichtet. Genehmigen ja. Sie sich etwas, Bagta. Du bist auch daran. Ohne ja. Bagta, Sir. Doch, doch, hin und wieder frage ich mal, Junge. Ihr seid mir ganz, ganz besonders wichtig. So, warte mal, wo habe ich denn hier... Ach, ich habe den Bowcaster. Ah, schön, 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 schön. Wollen wir den mal ausprobieren? Ja, wir probieren den mal aus. Komm. Ah. Was stinkt hier denn so? Okay, naja. Krass ist der jetzt irgendwie nicht. Oh. Ich hab da... Nee, komm. Ich habe mir den irgendwie cooler vorgestellt. So, ich habe den taktischen Modus an, dann sehe ich gleich mal ein bisschen mehr, wo hier alles ist. Ach komm, das kann ich auch mal selber machen. Warum sollen die Jungs immer hier alles für mich erledigen? Oh. Ich höre einen Flohteppich. So, Kumpel. Oh. Grievous? Ach du. Na, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Vor allem, was sollen wir gegen Grievous machen? Also, wenn selbst hier die schon Probleme damit haben. Ah ja. Wir haben Sichtkontakt zum Landeplatz. Shit. Grievous wurde eindeutig identifiziert. Was will er? Verdammt! Die haben uns gesehen, runter. Vorwärts, Tempo. Oh, oh. Mist. Was zum Teufel war das? Scorch, mache sie scharf. Das war etwas, was nicht cool ist, wo ich keinen Bock habe, es eigentlich kennenzulernen. Aufmunitioniert bin ich. Nachladen ist nicht. Oh. Ne, ich bin bei weitem nicht so aufmunitioniert, wie ich gehofft habe. Ah, dann. Kabum. Ja, ja, los, los. Mach doch nicht immer so eine Hektik. Wenn hier jemand Hektik macht, dann bin ich das. Wow, ey. Warte mal, hier ist, da. Kommt ihr, Jungs? Danke. Ich möchte nicht alleine vorgehen, wenn... Da ist Tafel. ...wie diese wundertollen Druiden haben. Wo bringen Sie ihn hin? Grievous will ihn vermutlich verhören. Söldner! Das können, dürfen und wollen wir nicht zulassen. Oh. Ah, das läuft doch. Na komm, ich lauf dir nach. Als wärst du eine hübsche Frau. Da. Ja. Bumm. Oh, komm, Junge. Tür aufbrechen, los. Ja, Sir. Wo rennst denn du hin? Ey, willst du mir vielleicht helfen? Ich stell nur Fragen. Volltreffer. Platziere Sprengsatz. Gesichert. Nicht abhauen. Los, noch können wir ihn kriegen. Wenn du abhaust? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, es sieht vielleicht nicht so aus, aber... Ja, danke.
Ja, und mit den Spacken hier will ich auch nicht diskutieren. Warte mal, ich habe andere Argumente. Ach. Aue. Hör mal. Bist du auch mal kaputt, Junge? Ja, was kannst du denn alles ab hier? Ah. Ah. Ja, schön drauf, Kinder. Oh, oh, oh. Kaboom. Das war's, oder? Oh, nee. Ja, der lebt immer noch. Hat der jetzt einen Obermod-Sprung gemacht, oder was? Oh, ich hasse die Viecher. Weg. Noch viel mehr vor sich, als wir dachten. Ich gehe gerade unsere Gerichtsakten durch. Sind ziemlich viele Daten. Die Informationen, die sie gesammelt haben, sind unbezahlbar. Die Zentrale weiß das zu schätzen. Ach, das ist aber schön, dass die Zentrale das weiß. Oh, das war's schon. Okay. 07 geht in Deckung. Dann machen wir gleich mal weiter. Tief im Dschungel. Sie erschreckt haben. Hallo, eine Patrouille. Der Rookie-Kumpel ist auch weg. Nee, Quatsch, so rum. Na. Ach, ich hab die andere Knifte gar nicht mehr. Was ist denn das für ein Mist? So. Eine Schrotzflinte. Kann man immer brauchen. Oh, oh, oh. Sir, die Trandos haben hier ein Lager aufgeschlagen. Verstanden, machen Sie weiter. Holen Sie das Ding. Ja, egal. Na, hört doch mal auf mit euren blöden Minen hier. Ja, jetzt wird's langsam echt anstrengend. Erledigt sie! Verstärker, die kommen durch ihr eigenes Minenfeld. Sind die dämlich oder nur verrückt? Eine Mischung aus beiden, würde ich behaupten. Sie sind so dämlich, dass sie so verrückt sind, sich mit uns anzulegen. Aus Maul, Junge. Hey, ein Feuerwerk. Hey, ein Feuerwerk. Ja, guck mal hier, ein Feuerwerk. Ja, was war das? Wer hat da so komisch tief gesprochen? So, Kinder. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad. Genau. Ja, Sir, vielen Dank, Sir. Ja, einmal dann reicht schon. Okay, gut. Na, dann kann es ja weitergehen mit der fröhlichen Ballerei. Na, Quatsch. Dass ich immer aus Versehen auf Nachladen klicke. Warte mal, so war das eh, ja. So, Kinder, weiter geht's. Schalten Sie sich von dort aus, Data. Du nimmst schon mal Position. Die Trandoshane haben sich. Ach, süß. Gar nicht gut. Was machen die denn hier? Ja. Wir sind gerade auf einem richtig fiesen Androiden noch getroffen. Das ist immer geil, wenn die Kollegen einem im Weg stehen. Ja, das kenne ich ja fast von der Arbeit. So, komm mit. So, auf die Nuss. Okay. Braucht jemand was? Nö. Scheint nicht so. Auf die Nuss. Hör auf. Von hier haben wir freies Schussfeld. Ach, shit. Oh Mann, ich muss doch bekloppt sein. Ja, was habe ich denn da geworfen? Oh. Na? Hör mal, hörst du auf? Oh oh. Da hat doch einer was ge. Wie hoch? Verloren. Klar, gut, gut, gut.
Okay, du kommst damit. Na super, jetzt juckt bei mir das Fell. Na herrlich. Echt jetzt? Da, komm weg da. Bereit zum Angriff. Ja, 7, jetzt ist auch vorbei. Jetzt kannst du es dir sparen. Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. Roger, platziere Sprengsatz. Und dann sollte er vielleicht doch da oben bleiben. Wir haben die Defensivsysteme der Trandos neutralisiert. Gute Arbeit, Delta. Gehen Sie rein und finden Sie raus, wofür Sie das Komm. In Deckung. Na bumm. Ein hübsches Feuerwerk. Okay, Roger, jetzt kannst du abziehen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier durch. Ja. Es sieht aus wie ein Trandolager, aber es wird von Droiden bewacht. Setzen Sie die Erkundung des Lagers fort. Ja, dann. Das sind Vorratskisten. Ihr findet es von Droiden. Solange es nur solche Droiden sind, geht das noch. Ich brauche Deckung. So, geh mal da rein. Gehen Sie uns mit dem Geschütz Deckung. Radikale Umstrukturierung initialisiert. Ziel beseitigt. Der Scan zeigt noch mehr Feinde in Ihrem Vektor an. In Deckung. Bereiten Sie sich auf einen Kampf vor. So, und das hat mir jetzt was? Ach so. Sprengsatz ist scharf, Sir. Das hat mir die Munition gebracht. Ah. Delta, formieren Sie sich. Genau, du holst hier ein bisschen Back da. Oh, oh. Ich habe auch die Geschützkommandos. Bin unterwegs. Deckung, Deltas. Na, das hat's voll gebracht jetzt. Kommando geheilt. Oh, oh. Super Kampf-Oschis. Schon. Was? Nicht diese Typen? Kommt der jetzt noch was anderes, oder wie? Gehen wir weiter. Bereit, Sir. So. Ich erwarte eine zündende Lösung. Ich erwarte eine zündende Lösung. Ja, kriegst du. Das braucht seine Zeit. Ja, aber jetzt musst du musst nicht übertreiben. Gut, dann kann ich erstmal ein Schlückchen Kaffee nehmen, damit ich hier noch wach bleibe. Bombe ist scharf, Sir. Hm. Achtung, Granate. So, und es brachte mir... Hallo, Baby. Oh, was bist denn du? Ein Wookie-Raketenwerfer. Dieses Ding ist doppelt so groß wie ich. Damit muss ich vorsichtig sein. Konföderationsmerk in Sicht. Ja. Vielleicht hat man gemerkt, dass ich mich ein wenig darüber freue. Roger. Oh, ran da. Sprengsatz. Feind am Boden. Die sind jetzt nicht ganz so gravierend. Aufhören, Kommando. Nein, nein, nicht aufhören. Warum? Noch mehr Vorräte der Separatisten. Schon nie verkehrt. Sir, ich glaube, wir sind hier auf ein Vorratslager der Separatisten gestoßen. Ja, Sie nutzen es vermutlich als Sammelpunkt für Ihren Angriff auf Kashyyyk. Verstanden, Dreier. Ich werde sofort genauere Scans des Gebiets veranlassen. Stören Sie einstweilen mit allen Mitteln Ihrer Aktivitäten. Jawohl, Sir. Ich werde einstweilen stören. So, geh mal weg da. Ich liebe dieses Geräusch. Oh. 6-2 am Boden. 6-2 am Boden. Zurück, Deltas. Ziel erreicht. Genehmigen Sie sich etwas, Bagda. Ohne Bagda. Alles klar, Sir. Ich muss nachladen. Na komm. Nächster am Boden. Was war da? Oh. Bin wieder gesund. Ja, dann gehen wir kurz auf. Genau. Und oh, nächster bitte. Nehmen Sie Bagda, Soldat. Besorge Bagda. Ich erwarte eine zündende Lösung, Delta. Eine zündende Lösung. Oh, oh. Vorsicht. Fühle mich wieder gut. Sie aha. Haben einen erwischt, 3-8. Ja, natürlich habe ich jemanden erwischt. Sprengsatz ist scharf, Sir. Ich erwische in regelmäßig Deckung. Leute. Gute Arbeit, Delta. Danke. Weiter geht's. Erledigen Sie den Kerl im Turm. Den Kerl im Turm? Ja, lass mich raten, ist nicht Rapunzel, ja? Okay, Rapunzel ist ja auch kein Kerl im Turm. Wow, der hat einen Abflug gemacht. Vorsicht, das Minenfeld ist scharf.
Fixer, der Droide da oben kontrolliert das Minenfeld. Ihr wollt nicht wissen, was ich jetzt gerade verstanden habe. Ich sag mal so, es war nicht Fixer. Ja, sieht gut aus. Zurück, na dann. Wo? Die Minen wurden deaktiviert. Irgendjemand muss sie wieder aktivieren. Mal sehen, ob wir unsere Freunde überraschen können. Ja, ja, mach ich mal. Ah, da höre ich doch was von rechts kommen. Ja, ich wusste es. Okay, Schilde, ihr werdet wohl kurz aushalten. So ein Minenfeld hat auch Vorteile. Ja, guck mal, Munition. Und das war's auch schon. So mag ich das. So, Kumpels, weiter. Weiter, weiter. Ich muss noch aber mich würde mir interessieren, welcher Sound das ist, warum es immer wieder Urheberrechtsbeschwerde gibt hier. Landeplatz zerstören. Ja, oh. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Delta. Na? Delta, stellt sich ein! Alles klar, kaboom. Deckung, Deltas. Delta-Team, rücken Sie in die untere Ebene vor. Geh in Deckung. Hör an, der Stützpunkt hat noch eine Ebene. Ja, Mai. Da irgendwie lang. Ach, außen vorbei, ne? Ah, hier. Schön. Muss es nicht. Wir haben ihn gehört. Vernichten Sie die Basis. Ja, wir arbeiten hier dran. Hey, nicht auf die Schulter klopfen, umhauen. Da bist du getroffen, bitte. Oh ja, ein Feuerwerk. Zurück, Deltas. Kaboom. Ein hübsches Feuerwerk. Heilen Sie sich, Delta. Ja, Sir, bin unterwegs. Hehe, das gibt Kopfauer. Komm mal hin, da. Toter Gegner. Oh. Das hier ist mehr als nur eine Vorratsbasis der Trandos. Alle Separatisten sind hier garantiert involviert. Oh oh. Sie eliminieren. Okay, oh, warte mal, ich hab doch hier. Oh. Immer weg. Zerstören Sie den Raketenwerfer. Noch ein Raketenwerfer. Ganz toll. Schalten Sie von dort aus, Delta. In Position. Na komm. Das kriegen wir doch alles gut hin hier. Na, sag mal. Und du auch weg. Wir brechen auf. Dann lose, da. Komm, komm. Ziel eliminiert. So, ich baller dich von hinten weg. So, hast du jetzt davon. Heilen Sie sich, Delta. Ohne Backup, Sir. Ach, noch mehr von denen. Oh, wow, Delta. Besorge Bagdad. Feuerbereit. War das jetzt auch sinnhaftig? Das ist aber schön, dann kämpfen wir weiter. Ich hole mir auch nochmal eine kleine Brise. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Ja, dann gehen wir mal weiter vor. Mann, der Dschungel macht mir richtig Angst. Macht er das, ja? Ach's Gott. Komm mit. Es geht doch nichts über eine kleine Dschungeljagd. Sich im Gebüsch verstecken, einen Plasmablitz durch den Schädel eines Gegners jagen. Da fühle ich mich lebendig. Okay, Alter. Ich glaube, die Separatisten nehmen die Basis als Ausgangspunkt für ihren Angriff auf die Wookies. Verstanden, ich alarmiere die Zentrale. Ein sauberer Treffer, Sir. Ja. Gleich habe ich's. Na. Komm schon, werd fertig.
Oh. Komm weg da. Hä? Oh, gibt's doch nicht, ey. Sag mal, der lebt noch. Der ist schlimmer als der alte Holzmichel. Okay. Ja, mach ich mal selber hier. Oh. Sieben und Scorch sehen schon nicht mehr so gut aus. Fixer ist noch in Ordnung. Vorsicht, alles Gute kommt von oben. Echt? Ja, wenn du das sagst. Okay, weiter, weiter. Oh, der hat aber schnell einen Abflug gemacht. Öffnen Sie die Tür, Data. Ja, danke. Ich hab's drauf manchmal. Oh, ich mag den Soundtrack. Sprengsatz zur Bresche platziert. Gesichert. Das müsste sie aufwecken. Oh nein. Autschen. Oh nein, der Raketenwerfer. Alles klar, Kinder. Genau jetzt ist mir. Was? Können wir die Kiste auf den Spinnendroiden fallen lassen? Ja, das ist eine coole Idee. Die Kransteuerung ist in der Nähe dieser Kisten, Sir. Echt? Hacken Sie das Terminal, Delta. Ja, Panzerbrechen, ja, ist natürlich auch leer. Komm, wir fertig da hinten. Das Terminal gehört uns da. Ja, dann mach mal. Objekt terminiert. Oh, schön. Manchmal kann es auch einfach sein. Einfach, einfach. Oh. Soll das ein Witz sein? Ich, Druidenträger, zerstört sie! Ach, halt doch die Klappe, ey. Oh, schön, Unterstützung. Da kommt unser Taxi. Wollte schon gerade sagen, ich sollte einfach mal die Klappe halten. Wir fliegen oh. Nicht weit, Delta. Die Separatisten wollen sich auf Kashyyyk einnisten und genau das sollen wir verhindern. Na, dankeschön. No? Jetzt. So, Freunde. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar. Das hilft mir sehr, aber Hauptsache ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.